Ja, im März sind Wahlen. Und dann ist natürlich eine Streichliste oder eine Giftliste, wie ich das immer gerne nenne, die ist natürlich schwierig für einen, der wiedergewählt werden will. Willkommen zurück zum Enland-Podcast der 5. Folge. Heute aus den Räumlichkeiten der PZ in Lauf und mit Andreas. Genau. Andreas Sichelstiel, Redakteur bei der Pegnitz-Zeitung. So sieht's aus. Gibt ja mehrere Andreas. Genau, wir haben... Da muss man aufpassen. Oder eine Andrea. Deswegen die Unterscheidung. Genau, das ist ganz, ganz wichtig. Aber du hast wieder so spannende Sachen irgendwie mitgebracht. Irgendwie geht's um den klammen Haushalt. Also ja, um eine klamme Stadt. Um eine klamme Stadt, ja. Feuerwehr? Rötenbach ist die klamme Stadt. Genau, was ist denn in Rötenbach los? Ja. Hat die kein Geld mehr? Nee, Rötenbach hat kein Geld mehr. Oha. Aber schon länger. Also, das ist eine Entwicklung, die sich abgezeichnet hat. Aber nicht nur Rötenbach, es geht sicherlich... Ah ja, ne? Hersbruck könnten wir jetzt auch noch nicht... Aber was ist in Rötenbach jetzt, ja, was ist da jetzt, was steht denn da alles auf der Kippe, was ist denn da los? Naja, das, also vielleicht holen wir mal kurz ein bisschen aus. Das Grundproblem in Rötenbach ist eigentlich, dass die Schulden wachsen. Die sind jetzt bei 10 Millionen so ungefähr. Okay. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da hatten die 10 Millionen Euro Rücklagen. Also... Das, was jetzt im Minus steht, hatten sie im Plus. Und gleichzeitig brechen ihnen die Steuereinnahmen weg, weil sie, glaube mit 6 Millionen, 6,5 Millionen mal gerechnet hatten und jetzt landen sie bei 4, schlag mich tot. Und dann ist natürlich plötzlich kein Geld mehr im Haushalt da. Ja, wofür wäre denn Geld unbedingt nötig? Ich meine, alle schreien nach besseren Schultoiletten und so, das ist sicherlich nur ein Punkt, aber... Ja, in die Schule wurde das investiert, in die Sichtspitzschule. Ja, da gab es einen Kredit dafür, 5 Millionen und die wurde saniert, die Schule. Aber jetzt muss gestrichen werden, weil der Haushalt so nicht mehr funktioniert. Und dann wurde gestrichen beim Martini-Markt. Super. Und der Martini-Markt ist halt auch der Laternenumzug der Kinder, der da hinten dran hängt. Und das gab einen Riesenaufschrei. Da gab es Buden, da gab es einen verkaufsoffenen Sonntag und all das kann sich Rüttenbach aktuell nicht leisten, auch wenn es nur 3.000 Euro gekostet hat für die Stadt insgesamt. So viel stand nämlich im Haushalt. Okay, das ist ja eigentlich nicht so viel. Ne? Das ist eigentlich Peanuts, ne? Aber auch bei den Peanuts fängt es an. Ist doch auch eigentlich noch so ein Hallenbad angedacht, glaube ich, oder? Das für die, also so zum Schulschwimmen, was ja eigentlich total wichtig ist. Ja, ja. Überall werden die zugemacht, natürlich. Ist auch zu in Rüttenbach momentan, weil es einsturzgefährdet ist. Ja, weil es 40 Jahre alt ist, nehme ich mal an. Genau. Sanierung wurde immer rausgeschoben. Naja, das nicht unbedingt, aber die Konstruktion ist wohl eine, die, also das wurde vom Statiker überprüft, die nicht mehr tragfähig ist tatsächlich, also vom Dach. Und man hätte dann ein neues Dach bauen müssen. Es wurde auch geprüft, glaube ich, das zu sanieren. Nein, es wurde sicher geprüft. Aber zu teuer und deswegen der Neubau. Und da hängt nicht nur Rötenbach mit dran, da hängt auch der Landkreis mit dran und über den Schulverband auch die Gemeinden, die ihre Schüler auf die Schulen schicken. Das Hallenbad gehört nämlich zum Schulzentrum am Steinberg. Ja, und so ein Hallenbad ist teuer und da gibt es auch, also eine Hausnummer waren es auch 10 Millionen. Und selbst wenn es nicht alles im Stadthaushalt landet, weil eben der Landkreis da auch mitzahlt, am Ende ist das Vierholz. Das ist auch ein politisches Thema. Also der Klaus Hacker, der Rüttenbacher Bürgermeister, der hat sich schon mal hingestellt und hat gesagt, natürlich gibt es ein neues Schulschwimmbad. Und ich glaube, es war 2020, ist das fertig. Das wird sicher nicht passieren, 2020. Gut, aber im Vergleich zu Berliner Flughäfen... ist nicht ganz der Berliner Flughafen. Nein, da könnte man noch nachlegen. Ne? Ja, hoffentlich nicht, hoffentlich nicht. Nee, aber so auf der Abschussliste, sag ich mal, bei diesen Einsparungen, da stehen ja bestimmt noch andere Sachen, ne? Die so immer gerne genannt werden. Auch dann sparen wir hier mal bei der Kultur und dann machen wir vielleicht die Bücherei nur noch einen Tag auf. Ja, also bei aller Dramatik, so ganz schlimm ist es trotzdem noch nicht. Rötenbach hat jetzt gerade erst eine neue Bücherei eröffnet im Schulzentrum am Steinberg. Die machen momentan Konsolidierungsgespräche. Es gibt einen Konsolidierungsausschuss. Und dieser Konsolidierungsausschuss, der macht Vorschläge, wo gespart werden soll. Und das Ganze wird im Frühjahr dann im nächsten Haushalt, also immer im Frühjahr wird der kommunale Haushalt verabschiedet in Rötenbach und da wird das ein großes Thema werden.
die Streichliste. Es wird nicht ohne gehen. Es wird auch Gebührenerhöhungen wahrscheinlich geben müssen. Jetzt wurde schon die Grundsteuer erhöht in diesem Jahr, weil das auch so gefordert war eben vom Landratsamt. Das hätte den Haushalt sonst nicht genehmigt, schlicht und ergreifend. Und da wird jeder Rötenbacher Bürger das aber auch zu spüren bekommen. Worüber sprechen wir da so? Bei der Grundsteuer? Ja, wir haben das mal ausgerechnet. Also die müssen auf den Landesdurchschnitt der Grundsteuer kommen. Die sind jetzt momentan ein bisschen drunter. Also das, was vergleichbare Gemeinden eben haben. Und die Rechnung, die wir da hatten, waren 20 Euro pro zusätzlich pro durchschnittlichem Haus. Das ist immer ein bisschen schwierig zu rechnen, weil wie groß ist dein Grundstück? Ne? Also und dann gibt es ja, es gibt ja Grundsteuer A, Grundsteuer B, also für landwirtschaftliche und für Wohnen. Und also so einfach ist es nicht zu sagen, aber ein bisschen mehr wird es werden. Ja. Mhm. Gut, das ist natürlich jetzt so vor den Kommunalwahlen. Harter Stoff, ja. Ja, ja, im März sind Wahlen. Und dann ist natürlich eine Streichliste oder eine Giftliste, wie ich das immer gerne nenne, die ist natürlich schwierig für einen, der wiedergewählt werden will. Und das will der Rüttenbacher Bürgermeister. Ja, so die Frage, ob die Gegenkandidaten, die bringen ja keine 10 Millionen mit. Ja, das, damit muss sich jeder abfinden, der da in dieser Stadt irgendwas politisch erreichen will, dass es so einfach nicht ist. Und dann muss man natürlich gucken, wie kommt man aus dieser Lage wieder raus. Man braucht wahrscheinlich, denn anders geht's nicht, neue Gewerbegebiete, neue Wohngebiete, neue Gewerbegebiete und Gewerbesteuerzahler. Dann sind wir wie bei SimCity, wo man dann... Ja, guckt, und irgendwann ist alles versiegelt, ja, weil man überall Gewerbegebiete dann hat. Dann haben wir das andere Problem schon wieder. Ja, das ist halt, die Gemeinden haben halt auch ein Problem, die werden relativ alleine gelassen mit immer steigenden Kosten im sozialen Bereich, Kinderbetreuung. Und während der Bund irgendwie Rekordeinnahmen hat bei den Steuern, haben die Gemeinden einfach ein Problem. Und was machen sie dann? Sie brauchen neue Einnahmequellen. Der Flächenverbrauch wird immer größer. Und das sind gerade Gemeinden hier bei uns im Verbreitungsgebiet. Schweig kann man da auch anführen. Die sind eigentlich schon, also die haben keinen Platz mehr. Wo sollen die hin? Ne? Die liegen an der Pegnitz, die haben den Reichswald außenrum. Das ist teilweise Bannwald, das ist also geschützter Wald. Ja. Was will man da noch machen? Wo sind noch Flächen, die man da ausweisen kann? Aufstocken. Ja, genau. Doppelstöckige Gewerbeflächen. Nein. Die Feuerwehr ist ein zweites spannendes Thema. Du hattest das vorhin schon kurz angesprochen. Ja, was ist denn da los mit der Feuerwehr? Da gibt es zu wenig Frauen, ne? Ja. Bei der Feuerwehr. Die Kollegin, die Andrea Beck, hat sich damit befasst. Die hat eine Geschichte bei uns geschrieben, die war am letzten Samstag im Blatt. Ich finde die Überschrift sehr schön. Nur in jeder 10. Uniform steckt eine Frau. Ja, das ist gut. Also es ist tatsächlich, der Frauenanteil ist bei 9,71% hier im Landkreis der Frauen bei der Feuerwehr. Okay, also es ist sowohl Berufs- als auch freiwillige Feuerwehren, alles. Es gibt hier keine Berufsfeuerwehr. Ach, hier gibt's keine. Nein, das ist nur in Nürnberg. So schlecht informiert. Kein Problem. Nee, das ist immer ganz wichtig zu betonen, dass das Ehrenamtliche sind. Ja. Weil die wirklich in ihrer Freizeit draußen sind. Aber Nachwuchs, sag ich mal, junge Mädchen, die Lust haben, bei der Feuerwehr mitzumachen, die gibt es sicherlich schon, aber dann... Ja, also in den Jugendfeuerwehren gibt's Frauen, wobei das auch unterschiedlich ist natürlich. Das ist immer ortsabhängig. Auch ich denke mal, in eher größeren Gemeinden ist es... vielleicht besser, wobei das ist jetzt, die Kollegin hat mit ganz vielen geredet, mit ganz vielen Feuerwehrfrauen und die sagen halt, in der Regel sind es so Klicken, ne? Wenn du mit deinen Freundinnen zusammen in die Jugendfeuerwehr gehst, dann wechselst du vielleicht auch in die richtige Feuerwehr, in Anführungszeichen. Und das ist dann oft auch, da steckt man nicht drin, ne? Wo sich halt Mädchen gerade dafür begeistern. Klar. Naja, und dann die Leitungsfunktionen sind sicherlich... ganz männlich, männlich alle. Ja. Es gibt eine stellvertretende Kommandantin in Osternohe und wir haben einen Kreisbrandrat, wir haben Kreisbrandinspektoren, das sind alles Männer. Ja, warum eigentlich? Also das ist die Frage, die Kollegin auch stellt, die Frau Beck. Woran liegt es? Also liegt es daran, dass die Ausrüstung so schwer ist? Die ist nämlich tatsächlich bis zu 30 Kilo. Okay, das ist nicht ohne, ja. Ja, aber... Ich meine, die sind ja zu mehreren unterwegs. Ich meine, dann... Also der Kreisbrandrat, das ist der Herr Thiel, der oberste Feuerwehrmann im Landkreis, der sagt, das ist eigentlich kein Argument, denn es gibt natürlich viele Jobs bei der Feuerwehr. Man muss ja nicht jetzt der sein, der dann die 30 Kilo trägt. Man kann ja auch andere Dinge übernehmen, ne?
Und die haben spezielle Werbekampagnen, um Feuerwehrfrauen auch anzusprechen. Aber es ist ein bisschen so, dass es, zumindest klingt es in der Geschichte an, dass es schon auch noch Ressentiments gibt. Mhm. Oder kommt eine Frau. Althergebrachte Rollenbilder immer. Ja, es ist natürlich auch nicht ganz einfach. Wenn du 45 Männer hast und dann irgendwie zwei Frauen. Schwierig, ja, aber die gelten doch immer so als ausgleichende Wesen. Ja, das sagen die Feuerwehrleute tatsächlich. Ja. Also sorgen doch auch für andere. Die sorgen für, sie sind in Krisensituationen ruhiger, hat sagt eine Feuerwehrfrau zumindest. Also so die Erfahrung, die hat. Ich hätte es ja eher anders gedacht, weiß nicht. Ja, vielleicht, ja. Und der Kollege Bösch von der Lauferfeuerwehr, der stellvertretende Kommandant Daniel Bösch, der sagt, Frauen haben sogar einen, ich nenne es mal, mäßigenden Effekt. Mhm. Wenn die dabei sind, dann haben alle plötzlich Manieren. Ja, das ist doch eigentlich gar nicht verkehrt. Also, und sind ja alle Feuerwehren offen dafür, oder? Gibt es da irgendwelche? Ja, nee, die müssen. Die müssen doch, das kann sich heutzutage ja auch keiner. Also, genau. Keiner leisten wirklich da dagegen zu sein. Die haben ja auch, die suchen ja nach Nachwuchs, ja, wirklich. Genau, sonst gibt es ja wirklich ein Problem. Es gibt mal so, vor 10 Jahren erzählt eine Feuerwehrfrau, wollte sie gerne in die Schneidacher Feuerwehr und da hätte man ihr gesagt, naja, für Frauen ist das nichts, wir sind so oft auf der Autobahn und da sind so schlimme Einsätze. Mhm. Der Kommandant, der heutige, der kann sich daran aber nicht erinnern. Und der sagt aber auch tatsächlich, also wenn eine Frau kommt, die ist hier willkommen. Ja. Ja, so, ja, klar, so muss es ja auch sein. Ne? Ja, und sonst ist ja wirklich irgendwann ein Nachwuchsproblem vielleicht da, selbst wenn sie irgendwas zumachen. Aber es ist schon lustig. Also es gibt hier, wenn man die Quoten dann mal runterbricht, es gibt tatsächlich Frauen, frauenfreie Feuerwehren sozusagen. Okay. Röthenbach hat keine Frau. Das ist jetzt immer für die Aktiven, nicht für die Jugendfeuerwehr, da weiß ich es gerade nicht. Und Schneidach hat keine Frau. Und dann gibt es halt so Feuerwehren wie Heuchlingen, wo irgendwie auf 45 Männer 6 Frauen immerhin sind. Mhm. 2 in der Jugendfeuerwehr. Ja, gut. Aber ja, ist schon eine bessere Quote, ne? Ja. Spitzenreiter in Bayern übrigens ist Cham mit 17,6%. Wow. Und letzte Feuerwehr Schweinfurt 1%. Ja. Müssen wir mal hinterfragen, was da in Cham. Müssen wir mal in Schweinfurt und in Cham nachfragen. Das, was in Cham so das so lukrativ macht, da vielleicht mitzumachen. Ja, vielleicht ist es auch eine Kultur tatsächlich von Feuerwehren, die da offener sind. Ja, und wie du auch gesagt hast, wenn eine Clique einfach eintritt in die Jugendfeuerwehr, dann haben wir ja gleich mal. Am Dorf ist es halt oft so, dass es auch, da gibt es nicht viele Vereine. Ja. Da gibt es vielleicht einen Fußballverein. Ja. Mhm. Und dann gibt es einen Gesangverein. Ja, das ist ja Altersdurchschnitt. Ein Männergesangverein, wenn du Pech hast, auch noch. Ne? Und dann gibt es halt die Feuerwehr. Und wo gehst du da hin? Da gehst du in die Feuerwehr. Ja. Ganz klar. Also, wenn da draußen Frauen und Mädchen sind, die Lust auf Feuerwehr haben, die sollen sich einfach mal bei ihrer örtlichen Feuerwehr melden. Auf jeden Fall, ja. Weil das schon abwechslungsreich und interessant und wichtig ist. Ich denke, es gibt einem auch ganz viel. Ja. Weil man ja wirklich Leuten helfen kann. Ne? Das ist richtig, ist ein tolles Ehrenamt. Und die sind da alle so, dass man die ansprechen kann. Also es gibt Tage der offenen Tür, da kann man hingehen. Man kann die auch einfach sich die KFV Online, ist die Website vom Kreisfeuerwehrverband, da kann man sich die Ansprechpartner raussuchen und dann kann man sich einfach mal melden. Ja, das wäre doch nicht schlecht. Und dann gibt es jetzt noch Beleidigungen im Fußballticker. Verbale Blutgrätschen. Ja. Okay, das ist ja auch eine Sache. Wie geht das? Was war da los? Am Wochenende war das Ganze. Das ist B-Klasse 5, die Partie der Mannschaft, dritte Mannschaft von Eckenheit gegen den FC Schneidach 3, auch Endstand 2:6. Oh. Ja. Aufgrund der Beleidigungen, die weiß ich nicht. Die waren im Vorfeld tatsächlich, ob die jetzt einen Einfluss hatten. Müsste man. Nee, aber was ist da genau passiert? Ja, es gibt einen Live-Ticker vom Fußballverband tatsächlich, BV. Der ist mittlerweile in bestimmten Ligen zumindest ist er Pflicht für die Vereine. Und da wurde getickert, in dem Fall auch, von den Eckenheidern. Und dann stand da standen Unflätigkeiten. Okay. Die Schneidacher Hurensöhne zu Gast bei den glorreichen Eckenheidern. Zitat. Ja, okay.
Wie sich jetzt rausstellt, war es wohl so, dass das Login für diesen Ticker wohl jemand hatte, sich Zugang verschafft hat, der das vielleicht besser nicht gehabt hätte. Die Eckenheide haben das auch selber öffentlich gemacht auf Facebook. Sie haben sich auch entschuldigt und sie haben die Schneider auch eingeladen zum Kabinenrave. Okay. Und es gibt einen Kasten Bier. Ich weiß nicht, was der Kabinenrave ist, ehrlich gesagt. Ich auch nicht, aber das klingt spannend. Und die anderen haben das angenommen, weiß man das? Ja, also letzter Stand ist, angeblich zwischen den Mannschaften ist alles geklärt. Mhm. Und die Sache ist hiermit beerdigt. Aber der Kollege Kirchmeier hat mit Offiziellen geredet, dem Vorsitzenden von Schneidach. Der will das nicht so auf sich bewenden lassen, hat er gesagt. Ja, das ist ja auch... Er will zumindest, dass der Verantwortliche persönlich nicht der Gang nach Canossa, sondern der Gang nach Schneidach und sich entschuldigt. Auf dem Platz am besten. Aber eigentlich ist es ja schon eine versöhnliche Geste mit dem Kasten Bier. Das müsste doch was zählen, finde ich. Ja. Okay, ja, ist natürlich spannend mit diesem Live-Ticker. Ne? Also da, ich sag mal, früher, da haben wir alle noch nicht dran gedacht, dass es mal solche Sachen dann passieren würden. Also da standen die Leute am Platz und haben sich beleidigt. Genau, das gibt es ja immer noch, aber das hat sich verlagert, ja. Ja, es hat natürlich, es zieht da ein bisschen Kreise, weil es jetzt wohl das BfV-Sportgericht auch erreicht hat und die werden jetzt auch nochmal drauf gucken, was da genau passiert. Also zum laufenden Verfahren wollten die sich nicht äußern. Mhm. Allerdings gibt es da eine eigene Rechts- und Verfahrensordnung. Okay. BfV. Und ja, da könnte schon noch was kommen dann. Aber die Eckenheide haben wirklich das selber erkannt. Verstößt klar gegen alle sportliche Fairness und Wertschätzung gegenüber anderen Vereinen, hieß es dann auf Facebook bei den Eckenheidern. Mensch, muss man jetzt aufpassen, wo man seine Login-Daten von dem Ticker denn, wem man die mit gibt. Login-Daten nicht, wo man muss man immer aufpassen. Ne? Das ist richtig, ja, da können wir mal was extra zumachen. Gut, das war die Woche hier, ne? Ja, das war eine ganz schön bunte Woche. Das stimmt. Mal gucken, wie es weitergeht. Genau, dann danke ich dir für die drei Themen. Gerne. Und für alle da draußen an den akustischen Hörgeräten. Nein, also wir suchen einen tollen Namen für den Podcast von Endland. Und wenn ihr eine schmissige Idee habt, dann schickt uns die doch einfach mal per E-Mail oder kommentiert unterhalb des Podcasts auf Facebook einfach mal eure Vorschläge rein. Und wir gucken uns die dann alle mal an und werden dann unsere Favoriten nochmal online zur Wahl stellen. Also ja, freie Schnauze, einfach mal was drunter schreiben. Genau. Schauen wir mal, was da kommt. Was da kommt. Genau, dann bis nächste Woche. Dankeschön. Tschüss. Ciao.